Also servus, grüßt euch, da ist der Gangl aus Malaysia. Wir sind immer noch fest eingebunden in die Quarantäneregeln, aber das geht mir so ziemlich auf Deutsch gesagt am Arsch vorbei, weil wir leben hier im Paradies. Mir stehen ungefähr ca. 15, 20 Inseln zur Verfügung und vor allen Dingen, da ich ein Paradiesjäger bin, finde ich paradiesische Strände ohne Touristen. Darum bin ich ja ausgestiegen, dass ich also die westliche Welt hinter mir lasse. Und jetzt hat mir Corona geholfen. Und jetzt gehe ich natürlich wieder unter Wasser. Das ist also mein Hauptanliegen, die Unterwasserwelt zu schützen. Und da bin ich jeden Tag 3, 4, 5 Stunden unter Wasser. Und jetzt geht es wieder runter. Und das, was ich also erlebt habe, zeige ich euch im Video. Und jetzt schauen wir noch ganz kurz, was im letzten Video passiert ist. Wir sind also von unserer Quarantäneinsel in die große Stadt aufgebrochen und sind nämlich Lebensmittel und Wasser ausgegangen. Da dieses Spiel aber alles heimlich ablaufen muss, sind wir nach dem Shoppen sofort wieder abgehauen. Die einheimischen Fischer haben uns mit frisch gefangenem Fisch beschenkt. Davon hatten wir aber zu viel und da haben wir also einigen wieder die Freiheit geschenkt. Wie in den Tropen üblich, kommt auch wieder mal ein richtiger Regentag und so haben wir uns unter Deck beschäftigt. Einem einheimischen Fischer ist der Motor verreckt und da musste ich ihn also mit meinem kleinen Motor abschleppen. Wenn man sich so umschaut, teilweise ist das Riff tot. Aber hier hat es mich ganz besonders gewundert, wie an vielen Stellen sich das Riff erneuert. Und es tut sehr viel die Regierung dazu. Und wie schnell sich Riffe erholen, das hätte ich vorher nie glauben können. Malaysia ist wirklich ein Vorzeigeland, weil sie so viel für die Korallenerhaltung oder auch Erneuerung tut. Viel mit hilft also die Universität, die sich hier mit einem Skulptur verewigt hat. Fahrräder werden auf den Boden gestellt, weil am Sand sich keine Korallen ansiedeln. Unterwassergestelle werden extra aufgestellt, wo sich Korallen ansiedeln können. Einfach toll.
Ja, da kommt jetzt gerade ein Militärboot, schwer bewaffnet, eine riesen Kanone vorne um. Nee, hoffentlich kommen die nicht wegen uns. Und die sind jetzt gerade da, sind fast bei uns vorbeigefahren. Zuerst habe ich gemeint, dass die uns gelten, aber die legen jetzt wahrscheinlich da drüben am Steg an. Ich hoffe, dass sie uns in Ruhe lassen. Gott sei Dank. Kein Interesse für uns, die spielen Fußball. Also, kann ich weiter schlafen. Du fährst zu deinem Anker, weil wenn ich schrei, muss der sofort oben donnern. Meiß noch mal oben. Da waren 10 Meter. Ja, ich würde ihn am liebsten da auf den Sandhafer aufschmeißen. Das dahinter haben gleich Korallen. Jetzt, wenn der Wind drehen sollte. Aber das ist jetzt schon alles Sand hier. Ja, 2 Meter vorne noch und dann ist Sand. Einmal umreicht. 2 plus 5 Quadratmeter Sand, aber genau da haben wir reingeschmissen, den Anker. Ja, dann fahren wir jetzt ein Ding da hinten hin und dann kriegen wir dann auf. Ja, da wird die Insel erobern, die keinem gehört. Oder zumindest ist sie menschenleer. Ja, diese Insel werde ich mir jetzt unter die Nagel reißen. Da wohnt nämlich kein Mensch drauf. Und da werde ich mein dummes Ziel aufschlagen. Allerdings, was ein bisschen nachteilig ist, wie überall auf allen Stränden ist, ist dieser Müll. Und diese Gesellschaft soll endlich einmal dran arbeiten, Nestle und Coca-Cola und diese Plastikflaschenhersteller zu verdammen. Kruzifix, die versauen die ganze Welt. Nicht Corona, Plastik. Mein Name ist Robinson und das ist Freitag. Jetzt geht bloß noch mal ab. Wilson! Wilson! Ich weiß nicht, wo er wieder hingegangen ist, der Wilson. Prost! Und das Schönste an der ganzen Fahrt und Region, weit und breit keine Yacht und keine Touristen. Wir sind ganz alleine da. Ist das nicht schön? Wir im Paradies.
Also, guten Morgen, liebe Leute. Ja, wir haben heute ein bisschen starken Landwind. Und jetzt liegen wir praktisch direkt auf Legerwall. Wind drückt uns Richtung Land. Allerdings wäre es nicht gefährlich gewesen, weil der Anker ja gut hält. Aber es ist unruhig. Und jetzt fahren wir halt darüber nach Redang, wo wir also wieder einen besseren Liegeplatz haben. Und wo wir unsere Ostern verbringen werden, unsere Ostereier suchen werden. Ja, jetzt sind wir auf der wunderschönen Insel Redang, die also wirklich exzellente Tauch- und Schnorkelgründe hat. Ja, hängt. Ja, gleich nebenan liegt eine Insel neben Redang und das ist der Marienpark von Redang, wo also auch wenn also die Zeit passt, Touristen hin dürfen. Dort auf der Insel im Marienpark findet sich also eine staatliche Schildkrötenschutzstation. Ja, jetzt genießen wir die Aussicht an den wunderschönen Stränden.
So, liebe Freunde, das war's jetzt mit dem heutigen Video. Ich werde mich also in 3 bis 4 Wochen wieder zurückmelden, denn ich muss mich jetzt um mein neues Buch kümmern, was jetzt im September neu rauskommt. Wer vielleicht Interesse an meinem ersten Buch hat, der Paradiesjäger, für immer ausgestiegen, für den habe ich in meiner Videobeschreibung den Link, wo es zu erwerben ist. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Also macht's es gut, bis bald, euer Seewolf Gangl. Dieser Stadtaufen ist das nichts. Ich sehe ja, weil die müssen es gehen, erst lernen.